Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sim Airport. In der heutigen Folge wollen wir die Gepäckanlage verbinden, das mit dem hier, und aktiv in Kraft treten lassen. Und ihr habt es vielleicht schon im Vorschaubild gesehen, das hier unten und das hier ist etwas überfordert mit unseren verdichteten Takt. Ich zeig's euch nochmal. Also wir haben hier zwei Gates, die im Stundentakt die Flugzeuge abfertigen. Ne, alle vier sogar, sorry. Also zur Mittagszeit alle vier Gates, wo zur Stunde, also pro Stunde ein Flugzeug rankommt. Hier haben wir es ein bisschen am Anfang und am Ende ein bisschen besser getaktet. Wir brauchen einfach Geld, ja. Und tatsächlich ist bis jetzt noch gar nicht so viel zustande gekommen. Nichtsdestotrotz, hier liegt übrigens ganz viel Müll. Wer räumt das denn eigentlich auf? Wer macht denn das eigentlich? Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Machen das hier nicht unsere... Ach, Hausmeister. Aber einen Hausmeister haben wir doch. Wir stellen mal noch welche ein, die hier mal ein bisschen sauber machen können. Da läuft einer. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, wir fangen direkt an. Also das mit dem verbinden. Ich hoffe, das geht einfach so. Ich weiß es nämlich irgendwie gerade gar nicht. Achso, eins geht hoch und... Nee, beide gehen hoch. Beide gehen hoch. Ja, da stimmt aber doch irgendwas nicht. Beide gehen hoch. Also hier werden natürlich auch die Koffer reingelegt, die ankommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Wir machen jetzt einfach mal. Wir werden es schon sehen. Das wird eh wieder nicht ausgehen, so wie ich mir das vorstelle. Fundament. Also wir brauchen auf jeden Fall hier ein Fundament. Das ist halt mega easy, dass das sofort... dass das sofort schon erbaut ist. Das ist mega erleichternd. Mega erleichternd. Wie sagt man das denn? Doch, mega erleichternd. Komfort. Wo haben wir das denn? Struktur ist doch hier jetzt, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Komfort. Operation. Ist das hier drin? Nö. Versorgung. Hier haben wir es noch. Förderband. Also. Schnubbel. Und Schnubbel. Ach, jetzt wird es angezeigt. Hier kommt's. Toll. Hier muss es rein und da kommt es raus. Ganz großes Kino. So, das löschen wir nochmal. Und dann machen wir Folgendes. Wir setzen Fundament. Und zwar da rein. Das löschen wir wieder. Versorgung, Band, Schnuppel. Warum geht denn das nicht? Was? Förderband musst du... Ich hab's fast befürchtet. Ich habe es fast befürchtet. Okay, dann müssen wir das hier noch ein bisschen Fundament doch noch ein bisschen größer gestalten. Wir haben eigentlich überhaupt gar kein Geld gerade. Wie viel kostet denn hier so ein Hub-Dingsbums, Gepäckknotenpunkt. Das wird wahrscheinlich gemeint sein. Okay, also, wir sehen hier an den Pfeilen, wo es raus und wo es rein geht. Das heißt, das müsste, wenn wir das hier reinsetzen, müsste es doch eigentlich gehen. Wir können das natürlich auch so reinsetzen. So reinsetzen. Ich glaube, wir können sogar die einzelnen Punkte, Pfeile dann auch anders einsetzen. Ich glaube, das geht. Das heißt, wir brauchen danach zwei nach drüben und 1, 2, 3, 4 nach da drüben. Oder wir machen das so. Da geht das zwar über Kreuz, aber ist eigentlich egal. Versuchen wir jetzt mal zwei und dann ja, irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Wir machen mal hier schneller.
So, sind wir schon wieder Minus. Überraschung, Überraschung, wir sind im Minus. So, jetzt ist die Frage, wo ist es denn jetzt hin? Hier. Da wird es reinpassen. So, jetzt will ich gucken, kann man das ändern? Ja, kann man ändern. Sehr geil. So, dann geht's da rein und da rein. Genau, Förderband. Und so, jetzt verbindet sich das auch. Und den Setz. Und da geht schon das, die ersten Koffer, die gehen schon durch. Hihi. Und gut, das kann ich jetzt nicht bauen. Sehen wir das oben? Das sind übrigens die ganzen gecancelten Flüge. Gate konnte nicht reserviert werden. Verstehe ich gar nicht, warum. Und hier sehen wir schon die Gepäckwegen. Zumindest die Koffer. Jetzt müsste der wieder rausgefahren kommen. Holt. Beliefert. Und fährt natürlich wieder zurück, weil wir können, wir haben noch keinen Gepäckdingsbums hier unten. Das machen wir jetzt. Das nehmen wir jetzt in Angriff. Fundament. Und schon wieder sind wir Minus. Juhu! Mein Gott, das geht aber auch schnell hier. Gut, löschen. Können wir das auch löschen? Nö, natürlich nicht. Nur weil da löschen steht, heißt ja nicht, dass man es auch löschen kann. Gut, dann machen wir das so. Wo haben wir denn jetzt wieder? Hier haben wir die Gepäckdinger. So, da haben wir drei verschiedene. Eins, wo das Gepäckband von unten kommt. Eins, wo es auf gleicher Ebene ist. Und eins, wo es von oben kommt. Das hatte ich... Ich habe das noch nie benutzt, was von oben kommt. Also wir nehmen das von unten. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier gestalten. Wir können natürlich das so hinsetzen. So würde ich sagen, oder? Dann haben wir noch ein bisschen Platz, aber dann haben wir da hinten keinen Platz. Oder wir machen das so. So hin. Finde ich aber auch irgendwie blöd. Ich würde es ja eher gesagt nach unten noch ein bisschen erweitern, weil ich finde das sehr knapp bemessen. Aber wir haben gerade kein Geld. Wir müssen alle irgendwie zufriedenstellen. So. Dann kommt das so hin, weil wir ja auch von der Seite reinkommen, ne? So, das natürlich jetzt, weil es noch nicht verbunden ist und weil es nicht in der Gepäckzone ist. Wir gehen mal eine Etage nach unten. Und auch hier müssen wir erst wieder das Fundament errichten. Ich kann auch einfach bauen, oder was? Dann mache ich einfach so Minus. Dann finde ich auch nicht schlecht. So. Und so. Machen wir da raus. Die Wand können wir da auch rausnehmen. Und Versorgung. Gepäckband geht einmal nach unten und nach drüben. Gut, jetzt müssen wir da nur noch dafür Sorge tragen, dass das hier oben Gepäckzone ist. Wo haben wir es denn? Gepäck, 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 Gepäck. Wo ist es denn? Hier, Gepäckausgabe. Das erweitern wir jetzt auf hier unten und jetzt müsste es rein theoretisch aber auch schon gehen. Mal gucken. Also der holt, liefert ab und jetzt müssten die ersten hier rauskommen. Ja, es hat funktioniert. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, dass erstmal eins reicht. Für vier, fast fünf Gates, da bräuchte man eigentlich fast zwei Gepäckdinger, ne? Aber wenn wir das haben, dann brauchen wir hier unten wieder so einen Hub. Der das
der das verteilt. Wir lassen es erstmal so. Das demontieren wir mal. Die Sicherheitszone, die ist ja eh schon jetzt erweitert. Okay. Böden. Ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal hier so Standardboden. So. Da kommt der Boden jetzt rein. Und wir sind ganz schön im Minus. So, die stehen immer noch an bei Meckes. Okay, ja, gut. Wenn ihr nicht nach Hause wollt, ja, pff, also ich halte euch da nicht auf, ne? Gut. Aber warum sind die alle gecancelt? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, gecancelt ist Eurowings. Was cancelt? Gate konnte nicht reserviert werden. Aber warum? Die Eurowings 6364. Muss ja irgendwo hier oben sein. Die hier. Warum geht das nicht? Hier die nächste. Lufthansa, Eurowings, Air Europa, Condor, was cancelt. Aber es war eben schon da dran. Das ist... Wo haben wir sie denn? Hier ist die Condor. Ach, zur Mittagszeit. Ich weiß nicht, warum. So. Wir bauen jetzt einfach mal hier weiter. Fertig. Fundament wird jetzt hier erweitert. Wir bauen einfach drauf los, würde ich sagen. Planung löschen. Halt. Hier Planung löschen. Und auch Bau gehen wir hier auf. Das würde ich mal so machen. So, eine Wand. Wo kriege ich denn hier eine Wand her? Hier ist eine Wand. Gut, 1, 2. Und dann geht es hier runter. Das wird jetzt unser Gang zum Gepäckdingsbums, ne? Gut. Dann Komfort. Ist es da drin? Ne, bestimmt bei Operation. Jetzt brauche ich wieder diese Türe. Die gibt es, glaube ich, auch. Security. Exit. Die Tür brauchen wir für hier. Ja, kriege ich nicht mittig hin. Egal. Dann setzen wir die hier hin und hier hin. So, dann kommt hier eine Wand rein. Hier kommt eine Wand rein. Und schwubbeldiwupp. Und hier können wir das eigentlich auch nochmal machen. Da können wir aber eigentlich... Doch, das machen wir jetzt auch nochmal hier. Oder es gibt das auch als Zweier-Ding. Muss ich mal gucken. Also das ist die Vierer. Ja, gibt es. So, und damit ihr alle nicht da zurücklauft, wie ihr das wollt, kommt jetzt die Tür dahin. Dann erweitern wir die Sicherheitszone. Genau so. Machen natürlich den Boden da genau gleich, dass hier einheitlich wird. So, die Zone muss ich da weitermachen, sonst sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus hier oben. So. Genau so machen wir das jetzt. So, dann müssen die hier unten lang über die Gepäckausgabe. Und hier ist ordentlich was los. Und da müssen wir einfach mal gucken, dass wir das hier in die Reihe, auf die Reihe kriegen. Operation. So, ist das bestimmt wieder da. Das ist das große Scanner-Teil. Wieder die Kamera.
Hier. So, passt. Natürlich kriegen wir da jetzt aber nur noch eins hin. Selfboarding. Ne, das suchen wir nicht. So, jetzt suche ich das Gepäckscanner-Teil. Wo haben wir es denn? Wo bist du? Hier. So, dann brauchen wir natürlich mehr Personal. So, die kommen dann hier runter. Krass. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Deswegen werden wahrscheinlich die ganzen Flüge gecancelt, weil die Leute gar nicht da sind. Upsi. Dann haben wir es doch wohl ein bisschen zu dicht getaktet. Und die stehen alle an dem einen Megastadt hier an. Weil da haben wir doch bestimmt noch ein bisschen was anderes, oder? Komfort. Ist das bei Komfort drin? Nee. Hier Verkauf natürlich. Und da würde ich sagen, wo ein Mac ist, auch ein... Machen wir den Burger King einfach wieder hin. Wenn ich das finde. Ne, wir machen Dunkin' Donuts hier hin. Ach so, da haben wir das jetzt dahin. So, der Mülleimer kommt weg. Ach, das ist auch so ein Teil. So. Haben wir natürlich noch jemand, der verkauft, genau. Bestätigen. Perfekt. So, es müsste die mit dem nächsten... Oh, hier oben tümmeln sie sich auch schon alle hier auch. Hi, der Witzka. Ja. Gut. Es ist noch nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung. Ja. Wir haben das angeschlossen, wir haben das angeschlossen. Hier ist ordentlich was los. Die haben alle Hunger und Durst. Der Teufel weiß warum. Wir haben hier 1 Million Flüge, die irgendwie Flughafenbetriebsanforderungen. Keine Ahnung. Können wir noch irgendwas erweitern? Hier, das können wir noch machen. Das setzen wir jetzt einfach. So, bestimmt so ein Wetterteil. Von mir setze ich das noch mit dahin. Aber mehr können wir jetzt auch nicht machen hier, ne? Jetzt haben wir alles abgehakt. Die wollen alle hier futtern. Das gibt's doch gar nicht. Dass das so ein Bedürfnis ist, das finde ich echt krass. Ich finde auch krass, dass hier so viel los ist. Wir können natürlich rein theoretisch hier auch noch was hinstellen. Das ist zwar, sieht zwar jetzt nicht so ganz geil aus, aber uns bleibt, glaube ich, nicht so wirklich viel übrig gerade. Gepäckausgabe. Dann würde ich nämlich hier... Dann den Scanner. Da kommt das hin. Wird das wenigstens nochmal 2 extra reinkommen. So. Eingestellt. Damit sich das ein bisschen verteilt, ne? Müssen wir mal gucken, ob sich das jetzt ausgeht, tatsächlich. Hier, wie war das Kofferkarussell? Die benutzen die Self-Service-Dinger auf jeden Fall ganz gut. Das finde ich auch gut. Hier, diese Automaten. Ich weiß nicht, was die da wollen. Das ist echt krass. Da kam wieder ein Schwung. Müssen wir echt mal gucken, ob das jetzt passt hier.
Die gehen wieder zurück, die kommen auch wieder raus. Dann funktioniert das ja gar nicht. Das finde ich aber dann blöd. Wenn die da auch wieder rausgehen können. Da kommt dann mal ein ganzer Schwung hier. Mit drei Gepäckdingern fast schon zu wenig, ne? Die Liste wird hier immer länger. Krass. Flughafenbetriebsanforderung. Oh, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ne? Ach so, vielleicht, nee. Betankung? Deswegen vielleicht? Hm, komisch. Also das passt jetzt. Krass auch. Wirkt richtig riesig. Wirkt gleich das. Und eine 737 ist auch eine 737-800. Okay. Na doch, die sehen schon gleich aus. Doch, doch. Das ist unsere Condor. Mit 66 Passagieren. So, also hier vorne scheint es, im Sicherheitsbereich scheint es jetzt zu funktionieren tatsächlich. Das ist ja schon mal positiv, ja. Weil eben war ja da Tabula Rasa. Mhm. Gut. Das scheint zu funktionieren. Die wollen, also ich kann hier 1 Million Verkaufsautomaten hinstellen. Wir werden das jetzt auch versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Hier scheint jetzt erstmal alles zu funktionieren. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Warten wir mal ein bisschen, dass wir auch ein bisschen noch ein bisschen Überschuss haben. Weil wenn ich jetzt hier das Fundament setze, dann sind wir auch wieder 123.000 los. Also das funktioniert ganz gut jetzt hier mittlerweile hier vorne. Es ist einfach so geil, dass die an den Ständen da anstehen. Ich baue das jetzt einfach, ist mir jetzt egal. Ich kann jetzt auch nicht abwarten. Wir machen das jetzt im... jetzt. Wir können ja immer mehr wie irgendwie. Also das ist ja komisch irgendwie. Vielleicht spiele ich auch irgendwie in so einem komischen Modus. Weiß ich nicht. Aus Versehen eingestellt. Gut. Dann müssen wir hier löschen. Und zwar das. Das und die Wand natürlich. Und die Wand. Gut. Das müssen wir hier erweitern. Das müssen wir erweitern. Das will ich, dass das einmal so ringsrum geht. Oder wir sind ja dann... Moment. Wir sind ja dann eh im ersten Stock, wenn wir hier unten die nächsten Gates hier dran packen. Dann sind wir eh im ersten Stock, ne? Und unten machen wir dann... Ja. Dann wird das eh ein bisschen verändert. Von daher bringt das jetzt gar nichts, das hier hübsch zu machen. Weil, ich zeig's euch, wenn wir jetzt... So, wir packen jetzt die hier dran. Ich fange mal hier an. So, da kommen wir hier oben raus. Oh, das ist natürlich jetzt falsch. Dann kommen wir hier oben raus. So kann ich das nicht löschen. Hä? Ich muss das abreißen. Oh ja. So, dann kommen wir hier oben raus. Dann können wir überlegen. Genau.
dann machen wir Treppen runter. Und hier sind dann die. Und hier sind dann Gepäckkarusselle. Würde ich sagen. Die Sicherheit packen wir hier komplett hier oben rein. Von hier vorne, also von unten bis oben. Und hier werden auch die Wartebereiche für die Zugänge werden. Ja. Das heißt, es ist jetzt alles erstmal nur provisorisch, bis wir das so haben, wie wir das wollen. So, das heißt, ich kann es mal kurz ein bisschen zeigen. Hier müssen wir bestimmt auch wieder Fundament bauen. Ja, Fundament. So. So, es geht einmal bis rüber. Könnte natürlich auch. Nee, wir machen das schon bis ganz rüber. Ach du Scheiße, das kostet sehr viel. Okay, dann warten wir erstmal, weil sonst haben wir ja gleich eine Million Minus. Das will ich natürlich auch nicht. Bestimmt bei Komfort dabei, die Rolltreppen. Oder auch nicht. Hier sind die Rolltreppen. Rolltreppe nach unten. Gesperrt. Ach so, das müssen wir erst erforschen. Okay, also geht sowieso noch nicht, aber wir haben hier diese Treppen. Also keine Rolltreppen. Hier, Treppe nach unten. Können wir dann austauschen. Das heißt, die kommen dann... Die kann ich hier nicht so dran packen. Okay. Die kommt dann hier so dran. Ja. Dann kommen wir hier raus. Und hier ist dann Versorgung, Gepäckband. Und dann kommt hier in die Mitte, kommen dann die Gepäckbänder. So nebeneinander, so ein paar Stück. Und dann gehen die quasi hinten raus. Durch die Gepäckzollkontrolle nochmal. Und dann kommen die ganz raus. Irgendwie hier so. Hier mal ein paar Stände hin. Die Sicherheitskontrolle, da geht es auch dann, weiß nicht, geht es dann hier ungefähr. Hier geht es dann mit Rolltreppen hier hoch und dann sind hier die Sicherheitsdinge. Dann kommt man hier raus und hier sind dann die Wartebereiche für die Abflüge. Ja, so läuft es dann. So und nicht anders. Das ist der Plan dahinter, der Masterplan. Können wir schon mal da, ach, hier haben wir auch Zebrastreifen. Können wir das auch schon mal reinsetzen? Hier die Tür. Schon mal, ich habe irgendwie gerade ein bisschen, ich würde schon gerne mal ein bisschen weiter basteln hier. Also, dann haben wir das hier. So, dann können wir überlegen, ob wir von hier oben reinkommen oder von der Seite. Und dann die Fundament. Dann geht es hier nämlich rein und zwar mit dieser, mit diesen, wo haben wir es denn jetzt? Mit dieser Halbtür da, ihr wisst, was ich meine. Hier mit, ach das, ja, die hier. Oder wir nehmen die hier, Selfboarding. Die packen wir da rein. Das wäre natürlich auch geil, ne? Dann löschen wir. Wir probieren mal, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die noch nicht so wirklich ausprobiert. Wenn wir merken, dass die Passagiere, die ankommen, dann da durchgehen, dann müssen wir das nochmal umändern. Hier habe ich es.
Genau. Und zusätzlich kommt natürlich Infodesk. Nee, nicht Info. Hier, Boarding Desk. Haben wir nicht auch ein Boarding Desk von Lufthansa? Natürlich auch ganz geil. Hier. Hier, Boarding Desk. Ja. Achso, da muss man. Muss man so hinsetzen, oder was? Schon hier irgendwie so mit reinsetzen wollen, aber diese Position, ja, das muss, da muss da hinten ein Platz frei sein. Können wir ja auch so hinsetzen, ne? Pack mal so rein. So. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich zuordnen, ja. Zuordnen. Da haben wir quasi jetzt drei Möglichkeiten. Hier ist zu, hier kommen die nach unten. Dann müssen wir hier noch aufmachen. Oder wir machen die doch seitlich. Ach, ich weiß nicht. Oder wir packen hier erstmal eine Wand rein. Sinn. Hier auch. Hier auch. Das wird natürlich hier noch, das wird hier noch erweitert, ist ganz klar. Dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, dann die Komfort, die Bänke da rein zu platzieren. War so. Setzen sich die Leute da oben hin noch. Ja, die gehen da trotzdem durch. Das sollt ihr aber nicht. Ihr bösen Menschen. Gut, die will natürlich jetzt, dass wir da oben jemand hinsetzen. Na ja, tut er. Dann soll das halt machen. Okay. Also, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder eins nach unten. Das funktioniert. Wir sind ordentlich im Minus. Und auch diesmal versuche ich ein bisschen vorzuspulen, dass wir wieder ein bisschen im Plus sind. Und, sonst wird es ein bisschen langweilig. Und also die Strukturen so nach und nach werden sie jetzt gesetzt. Und dann müssen wir einfach mal gucken, ja, das jetzt so weitergeht. Und ich finde, wir sind eigentlich auf gutem Weg. Muss ich schon sagen. Ne? In diesem Sinne danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich kann nur sagen, macht's gut. Ciao!